Ihr wollt der Allerbeste sein, wie keiner vor euch war? Ganz allein fangt ihr sie euch, ihr kennt die Gefahr? Dann seid ihr hier genau richtig. Diesmal geht es aber nicht um ein neues Hauptspiel. Nein, stattdessen hatten wir die Gelegenheit, einen genaueren Blick auf New Pokémon Snap zu werfen. Selbst spielen konnten wir zwar noch nicht, dafür bekamen wir rund 25 Minuten Gameplay aus dem Adventure zu sehen und konnten fleißig Fragen stellen. Jüngere Taschenmonster-Spieler kennen den Vorgänger für das altehrwürdige Nintendo 64 wohl nicht mehr. Seinerzeit von Hell Laboratory entwickelt und im Jahr 1999 erschienen, hatte Pokémon Snap vor allem ein schlagkräftiges Verkaufsargument: Pokémon in 3D und auf dem großen Bildschirm zu sehen. Davor war für Fans viel Fantasie notwendig. Spielerinnen und Spieler waren auf der ganzen Welt hauptsächlich einfarbige Gameboy-Pokémon in 8-Bit-Optik gewöhnt. Was heutzutage Nostalgiefreuden auslöst, war damals knallharte Realität technischer Limitationen. Die Grundvoraussetzungen sind im Jahr 2021 völlig andere. Die Taschenmonsterchen hat man schon oft in 3D und am Fernsehbildschirm gesehen. Das Spiel muss also mit anderen Vorzügen punkten, um zu überzeugen. Die Prämisse ist auch beim Switch-Snap aber immer noch die gleiche. Als Neuankömmling auf einer Insel macht ihr euch im Auftrag eines Professors, der in diesem Fall auf den Namen Mirror hört, auf eine Fotosafari durch unterschiedliche Areale. Dort leben wilde Pokémon, die ihr bestmöglich ablichten müsst. Euer Fahrzeug, der Neo One, gibt die Wege vor, ihr bewegt euch also nicht wirklich frei in der Spielwelt. Das hat einen Vorteil, denn ihr könnt euch voll und ganz auf die Pokémon-Fotografie konzentrieren. Per klassischer Steuerung mit dem linken Analogstick oder wahlweise mit Bewegungssteuerung kontrolliert ihr die Kamera. Zoomen ist per Schulterknopf ebenfalls möglich. Mehr als 200 verschiedene Pokémon könnt ihr insgesamt antreffen und ablichten, darunter auch besondere Formen wie zum Beispiel Alola Raichu. Bei der Feldarbeit müsst ihr euch nicht nur allein auf die Kamera und den Neo One verlassen. Ihr könnt auch Items wie den Apfel oder eine Melodiefunktion nutzen, um die wilden Taschenmonster dazu zu bringen, etwas Besonderes zu tun, beispielsweise zu tanzen. Das wiederum macht eure Schnappschüsse hübscher. Nach einer Runde stellt ihr euch Professor Mirror und seine Bewertung eurer Fotos. 1 bis 4 Sterne gibt's je nach Leistung für jedes Bild. Dabei kommen insgesamt 8 Kriterien zum Einsatz, darunter zum Beispiel die Position, Größe und Blickrichtung des Pokémon. Je mehr Fotos verschiedener Monsterchen ihr schießt und bewerten lasst, desto höher steigt euer Forscherlevel. Der wiederum schaltet komplett neue Levels frei, außerdem auch alternative Routen bereits zugängliche Areale. Die Levels könnt ihr zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten erkunden. Während ihr ein Level zum Beispiel bei Tag oder Nacht entdeckt, stehen bei einem anderen Mittagszeit und Sonnenuntergang zur Auswahl, bei einem weiteren Nacht- und Sonnenaufgang. Nach jeder Safari habt ihr die Möglichkeit, eure Fotos zu bearbeiten und so Helligkeit, Fokus, Filter und mehr anzupassen. Außerdem stehen euch Sticker und Rahmen zur Verfügung, um die Bilder weiter zu verschönern. Und auch Titel könnt ihr vergeben. Fotos könnt ihr auch online teilen. Dabei könnt ihr Likes vergeben und erhalten. Besonders beliebte Schnappschüsse werden auf einer Showcase-Seite allen Spielerinnen und Spielern vorgestellt. Um die Online-Features nutzen zu können, ist ein kostenpflichtiges Nintendo Switch Online-Abonnement vonnöten. Davon unabhängig könnt ihr auf Systemebene der Switch natürlich Screenshots aus dem Spiel direkt auf Social-Media-Plattformen wie Facebook und Twitter veröffentlichen, um eure liebsten Momente aus New Pokémon Snap mit der Welt zu teilen. Eine Story gibt es auch. Eine wirklich tiefgründige Erzählung sollte man sich serientypisch aber nicht erwarten. Es gilt, den sogenannten Fotodex zu vervollständigen, also quasi einen Pokédex, nur mit Fotos statt gefangenen Monstern. Da wir es auch mit einem Rivalen zu tun bekommen, der auf den Namen Phil hört, dürfte es noch weitere Story-Elemente geben. Außerdem ist da auch noch Rita, die Forschungsassistentin von Professor Mirror. Bei New Pokémon Snap handelt es sich um ein reines Singleplayer-Abenteuer. Weder lokal noch online gibt es einen Multiplayer. Wer also gehofft hat, zu zweit auf Fotosafari zu gehen, der guckt leider in die Röhre. Apropos in die Röhre gucken, in den Kamerasucher zu schauen und die wilden Pokémon zu fotografieren, dürfte auch in New Pokémon Snap ähnlich viel Spaß machen wie seinerzeit auf dem Nintendo 64 vor über 20 Jahren. So stellte sich bei uns während der Gameplay-Präsentation immer wieder das gewohnte Gefühl der Freude an der Darstellung und Inszenierung bekannter Taschenmonster in einer natürlich wirkenden Umgebung ein.
Eine schöne Neuerung sind auf den ersten Blick die erwähnten erweiterten Tages- und Nachtzeiten. Nicht nur trifft man somit in den gleichen Levels unterschiedliche Monsterchen an, die Atmosphäre ist auch immer wieder anders. Das bekamen wir im Level Blushing Beach zu spüren, auf das sich die Videopräsentation beschränkte und das ihr auch in diesem Video zu sehen bekommt. Besonders bei Nacht ist die Atmosphäre toll und entsprechend sind hübsche Schnappschüsse möglich, auch weil mit den neuen Lumina-Kugeln Pokémon herrlich zum Leuchten gebracht werden können. Wie viele unterschiedliche Levels es im Spiel geben wird, wurde auf Nachfrage leider nicht verraten. Vermutlich sind es ähnlich viele wie beim N64 Original. Damals standen 7 Areale zur Verfügung. Jeder Level bietet verschiedene Routen zum Erkunden, die man teilweise erst freischalten muss. Jede Route, so vermittelte es das Gameplay-Video, dürfte in unter 10 Minuten durchgespielt sein. Auf Nachfrage wurde uns gesagt, dass alle Levels eine ähnliche Größe haben wie Blushing Beach. Heißt also, New Pokémon Snap wird sicherlich nicht das umfangreichste Spiel aller Zeiten. Muss es aber auch gar nicht, denn Quantität ist nicht gleichbedeutend mit Qualität. Auch dürfte das Spiel nicht sonderlich anspruchsvoll oder gar schwierig werden. Auch diesen Eindruck bekamen wir beim Online-Event schnell. Das ist verständlich, denn neben den nostalgischen älteren Pokémon-Fans wollen die Entwicklerinnen und Entwickler bestimmt auch die Jüngeren mitnehmen. Das dürfte mit New Pokémon Snap problemlos gelingen. Seid ihr genauso alte Säcke wie wir und habt damals Pokémon Snap auf dem N64 gespielt? Und denkt ihr, dass sich der Charme von damals noch einmal einfangen lässt? Verratet es uns in den Kommentaren. Lasst uns außerdem gerne ein Abo und ein Like da und aktiviert die Glocke, falls euch das Video gefallen hat. Für mehr Switch-exklusive Kost, guckt euch gerne unsere Testvideos zu Monster Hunter Rise und Story of Seasons Pioneers of Olivetown an. Alles weitere aus der Welt der Videospiele gibt's auf pcgames.de.